Radio Melodie im Gespräch. Spannende Interviews mit tollen Gästen. Immer auch zum Nachschauen auf www.radiomelodie.ch. Radio Melodie. Heute bei mir zugeschaltet ein Künstler, den wir ja schon mehrfach bei uns auf der Radio Melodie Bühne hatten, an verschiedensten Anlässen, wo ein Garant ist für Stimmung und ganzen Haufen Titel und Kompositionen macht, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Herzlich willkommen, das ist der Steffen Jürgens. Ich freue mich sehr, herzliche Grüße in die Schweiz. Und ganz, ganz liebe Grüße ans Team von Radio Melody und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr. Wäre gerne bei euch im Studio gewesen, aber ja. Aber wir sehen, wir sind beide in einem Studio. Du bist im Tonstudio, ich im Radiostudio. Du arbeitest, weil du nicht sehr viele Auftritte oder keine hast, eigentlich natürlich jetzt ganz verstärkt im Tonstudio. Ja, wir nutzen einfach die Zeit jetzt der Pandemie, dass wir vorarbeiten für viele Künstler. Wir erstellen viele Texte, Kompositionen gemeinsam mit Michael und wir hoffen, dass es wieder bessere Zeiten gibt und dass wir bald wieder auf die Bühne dürfen. Also ist ja kein Zustand so. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich nicht ganz befriedigend ist, wenn man immer nur im Studio sitzt und eigentlich einfach gerne auf die Bühne möchte. Ja, es ist für uns immer nur diese virtuellen Geschichten. Also ich habe jetzt letztens gerade auch so eine kleine Online-Show gemacht, so wie der Michael es auch tut. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied für uns, weil das Publikum nicht da ist, weil man nicht man kann es nicht hautnah erleben und wir sind Live-Künstler, die genau davon leben. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wieder unsere Konzerte geben dürfen, aber die Hoffnung geben wir nicht auf. Und bis dahin müssen wir halt improvisieren. Du hast angedeutet, du hast vor ein paar Tagen ein Live-Konzert gemacht, auch deine neue Single natürlich präsentiert. Ein Live-Konzert, aber da waren ja praktisch nur Musiker und Techniker dabei und natürlich die Zuschauer. Wie ging das? Wie habt ihr das auf die Beine gestellt? Ja, das war ein Veranstalter aus Deutschland, aus Bremen in Niedersachsen. Und es war wirklich ein TV-Produktionsteam dabei, die dann gesagt haben, okay, wir versuchen mal eine Online-Show auf die Beine zu stellen, aber das kostet natürlich auch Geld und es ist sehr aufwendig und von daher gibt es nicht so ganz viele Zuschauer, die gesagt haben, ich kaufe jetzt ein Ticket für 5 € oder vielleicht für 12 €. Das ist in so einer Zeit auch viel Geld und deswegen hatten wir jetzt nicht ganz so viele Zuschauer. Es war ein Experiment, eine Probe, es war auch eine Live-Veranstaltung. Bei einer Live-Veranstaltung lief nicht alles immer geradeaus oder gut durch, aber wir haben uns Mühe gegeben. Und das Wichtige ist, dass wir mal wieder präsent waren und ein Konzert geben konnten. Dementsprechend war ich auch aufgeregt, weil ich natürlich die neue Single auch präsentiert habe. Und es bleibt nicht aus. Ein bisschen Lampenfieber ist immer dabei. Und du hast es angesprochen, du hast auch in diesen Zeiten eine neue Single rausgegeben. Du bist die Liebe, wie ist die entstanden? Ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht in diesen Zeiten, in den schweren Zeiten, dass man viel zu häufig vergisst, dem Partner auch mal zu sagen, ich liebe dich oder du bist die Liebe meines Lebens oder dass man sich mal zusammensetzt und sagt, okay, jetzt trinken wir mal ein Gläschen Wein oder kochen mal gemeinsam etwas, um auch über private Probleme mal zu reden und nicht immer nur über das, was gerade außenrum so schlecht ist. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen. Ob Männlein oder Weiblein, man sollte nicht vergessen, dem Partner auch mal zu sagen, ich liebe dich und es ist eine schöne Zeit und wir leben jetzt und hier und wir machen einfach das Beste draus, egal was passiert. Also ein Song, der mit der Zeit geht, finde ich. Im Promotext steht, Liebe kann wahnsinnig machen oder Liebe kann auch der Wahnsinn sein. So zwei völlig verschiedene Interpretationen von Wahnsinn, oder? Ja, es ist ja manchmal auch so, da bin ich auch mal in meinen privaten Bereich reingegangen, habe gesagt, oh mein Gott, manchmal ist es schon anstrengend mit dem Partner oder mit der Partnerin und habe gesagt, Mensch, jetzt sei doch einfach mal ruhig, lass mich erstmal runterkommen. Ich möchte jetzt in diesem Moment nicht mit dir diskutieren. Und es ist schon so, dass die Liebe ganz viel auch mit Wahnsinn zu tun hat. Die Liebe macht wahnsinnig. Manche schaffen wir es nicht.
Aber es gibt halt auch gute Beispiele, wo man sagt, okay, jetzt feiern wir den 20. Hochzeitstag oder so. Vielleicht heirate ich auch nochmal irgendwann. Wenn mich die Liebe nicht wahnsinnig macht, versuche ich das mal. Wäre natürlich super. Du arbeitest, ich habe es angetönt, sehr viel zusammen mit Michael Fischer. Ich sehe, vom Hintergrund her sitzt du jetzt auch quasi in seinem Studio. Ja. Ihr macht nicht nur für euch, ihr macht auch für andere ganz, ganz, ganz viel, glaube ich. Aktuell waren Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross bei ihm und viele andere. Was habt ihr in letzter Zeit, für wen habt ihr in letzter Zeit so gearbeitet? Also im Moment ist ganz aktuell Anna-Karina und Stefan. Die Anna-Karina muss ihr Soloalbum unbedingt fertigstellen, das ist ganz wichtig. Da gibt es auch Verträge mit den Plattenfirmen. Dann haben wir im Moment 2-3 Songs vorbereitet für den für mich großen Roland Kaiser, wo wir noch nicht genau wissen, ob er die Songs nimmt. Aber wir müssen natürlich vorarbeiten, um die Songs dann auch beim Roland unterzubekommen. Und wir haben mit großen Plattenfirmen, also wir bekommen von großen Plattenfirmen Künstler, für die wir dann schreiben und komponieren und können dann nur hoffen, dass wir so Künstler wie zum Beispiel Gigi Anderson, Iron Shear, für die wir schon gearbeitet haben, eben Anna-Karina und Stefan, dass wir wieder Hits schreiben dürfen, Hits schreiben können. Und das ist unsere Arbeit im Moment und da freuen wir uns sehr. Wir haben jetzt ganz aktuell auch für Daniela Alfinito gearbeitet, die bei uns im Studio war, sich kurz umgeschaut hat. Wir haben für den Papa von der Daniela, für die Amigos, für die eine Hälfte der Amigos gearbeitet. Das heißt, auch da wird man demnächst ein paar Songs von uns finden. Und das bestätigt unsere Arbeit, macht uns sehr glücklich und auch sehr stolz. Und ja, wir feiern nun auch schon 10-jähriges Jubiläum, der Michi und ich. Wir sind quasi ein altes Ehepaar und wir hoffen, dass wir gesund bleiben und das noch viele Jahre machen dürfen. Jetzt stehen für dich ja auch neue Projekte an. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du machst jetzt eine eigene TV-Show. Genau. Wir haben jetzt im September diesen Jahres haben wir die TV-Show Ungeschminkt. Das heißt, es ist eine Talk-Sendung, eine Mischung aus Talk, Comedy, Musik, Akrobatik. Und das Ganze findet statt im Boulevardtheater in Dresden. Und für mich ist es insofern eine völlig neue Erfahrung, weil ich ausschließlich die Moderation mache, durchs Programm führe. Und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, aber ich kann auch gerne mal zeigen, so sieht das Ganze aus. Vielleicht gibt es auch ein paar Interessenten aus der Schweiz, die gerade in Deutschland sind. Schaut's vorbei. Da sehen wir Michael Hirtes mit dabei. Daniela Alfinito, Olaf der Flipper, Gigi Anderson und so weiter und so fort. Ja, schauen wir mal, ob wir die Genehmigung kriegen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig mit den Sicherheitsmaßnahmen, aber ich denke, irgendwann kommen Lockerungen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Show. Bin echt gespannt, ob ich das hinkriege. Dann bin ich sicher, dass das wunderbar klappt mit dir. Du hast ja auch den Charme und die große langjährige Erfahrung und ich habe gesehen, die Künstler, die kennst du ja praktisch alle schon viele Jahre. Ja, wir haben schon viele gemeinsame Auftritte auch gehabt und dann ist man auch mal bei runden Geburtstagen zu Gast, wo es dann auch mal private Gespräche gibt. Also ich habe gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch und da werde ich alles ausplaudern. Nein. Spaß beiseite, aber es ist natürlich schön, die Menschen zu kennen. Es gibt nur wenige, mit denen man sich auch privat verträgt, also versteht. Das ist sehr selten. Und die in meiner Show sind im September 2021, das sind alles Leute, die ich persönlich auch sehr mag, wo ich meine Hand für ins Feuer lege. Auch der Michael Hirte, der Junge mit der Mundharmonika. Ganz liebe, nette Menschen, die das Herz noch am richtigen Fleck haben. Und da lege ich sehr großen Wert drauf. Neid und Eifersucht hat in unserer Branche nichts zu suchen. Da möchte ich auch nichts mit zu tun haben. Jetzt haben wir gesagt, man kann dabei sein bei dieser Show. Tickets erwerben, natürlich nach Dresden gehen, ist für Schweizer ein recht weiter Weg. Ich hoffe, das klappt dann bis dann auch. Aber kann man das auch, es steht ja TV, was für ein Sender wird das sein? Ist das schon klar oder versucht ihr das noch irgendeinem Sender unter zu jubeln? Ja, genau.
Diese Show wird stattfinden in Zusammenarbeit mit dem deutschen Musikfernsehen, also der Chef vom deutschen Musikfernsehen von der Telamo, der Marco Wünsch, hat gesagt, er nimmt das in Auftrag. Das heißt dann für uns, dass wir diese gesamte Show auch europaweit oder quasi weltweit über das deutsche Musikfernsehen schauen können. Und da bin ich mal ganz gespannt. Also ich denke, das wird eine Woche nach Live-Aufzeichnung soweit sein. Und dann wird da Werbung geschaltet. Natürlich auf der Internetseite von mir, auf den Social-Media-Plattformen, die wir kennen. Und dann kann man das auch im deutschen Musikfernsehen sehen. Das hoffe ich doch sehr. Wenn der Moderator sich benimmt, dann passt er schon. Und wir werden natürlich dann auch darüber berichten, sofern du uns rechtzeitig Informationen zukommen lässt. Aber da bin ich mir sicher, dass das sicher sehr gut funktionieren wird. Wie sieht's bei dir mit, jetzt hast du, du bist Liebe, muss ich genau sagen, deine neue Single draußen. Was sind weitere Projekte? Gibt's da schon Sachen oder Sachen, die ihr plant? Also wir haben auf jeden Fall im Sommer, Spätsommer, August, Anfang September werden wir auf jeden Fall die nächste Single veröffentlichen. Das heißt, da ist ein Duett geplant. Ich habe in der Form eigentlich noch nie ein Duett gemacht und veröffentlicht. Wir sind gerade auf der Suche nach einer Duettpartnerin. Da sind wir noch nicht fündig geworden, aber schauen wir mal. Und es ist geplant, dass im September dann, im Spätsommer, das neue Album erscheint. Das Album heißt Chaos, eine bunte Mischung aus der momentanen Situation. Wir bewegen uns ja so ein bisschen im totalen Chaos weltweit und haben dementsprechend auch die Songs gestaltet. Da bin ich mal gespannt. Wir werden dann 14 Songs auf dem Album Chaos drauf haben, vielleicht noch ein paar Remixe. Und da bin ich auch gespannt, wie die Musik dann in der Schweiz ankommt. Ist eine bunte Mischung, wie gesagt. Bin ich schon ganz aufgeregt. Und wenn alles klappt, dann versuchen wir natürlich, dich in die Schweiz zu kriegen, irgendwann im Spätherbst vielleicht, wenn alles wieder besser wird. Und sonst müssen wir halt schauen, spätestens nächstes Jahr wird es dann sicher klappen. Aber ich hoffe, es reicht dann schon für den Spätherbst. Das würde mich freuen. Wir sind immer, oder ich bin auch immer gerne bei euch in der Schweiz und würde auch ein bisschen gerne häufiger da sein, aber sag ich mal so, die deutsche Politik macht es uns im Moment nicht gerade einfach. Da ist es bei euch in der Schweiz wesentlich lockerer. Aber schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja. Seit einigen Tagen ist es wieder etwas lockerer. Wir sehen es, wie sich das auszahlt oder eben nicht auszahlt. Wir hoffen natürlich das Beste. Steffen, danke vielmals, dass du Zeit hattest und jetzt lasse ich dich wieder arbeiten an euren Projekten und wir sind gespannt, was da alles noch auf uns zukommt von euch. Meistens erfährt man es ja nur hinten durch, dass ihr auch noch dabei wart. Ja, genau. Aber wir werden auf jeden Fall, sobald es möglich ist und wir wieder reisen dürfen, euch besuchen können, dann werden wir direkt mal vorbeischauen und ein längeres Interview geben, weil, wie gesagt, wir sind immer gerne bei euch. Ihr habt uns immer unterstützt, umgekehrt genauso. Und das soll auch über eine Freundschaft hinausgehen. Und deswegen sage ich auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an euch vom Team, an die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt alle schön gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald bei Auftritten wieder. Danke vielmals und alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.